So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei der LS22, hier auf der Orb della Woche. Ich krieg's irgendwann noch gebacken. Genau, Orbelaron. Und ein Sport in Frankreich, der sich schwer tut, hier das auszusprechen. Wir begutachten gerade hier unsere Gewächshäuser. Das sind die tollsten Erdbeeren, französische Erdbeeren. Fällt dir noch eine Gesekt oder Cremant, ne? Wunderbar. Und Tomaten, sehr schön. Und ja, die sind eigentlich gut soweit parat. Hier steht unser Wasserfässle. Ja, leider kam jetzt von unserem Auftrag trotzdem kein Geld mehr rüber. Das hat irgendwie dann immer noch nicht funktioniert. Also 88% beim Hafer stehen wir da. Wissen Sie, kann man Hafer eigentlich nachkaufen? Das würde keinen Sinn machen, Hafer nachzukaufen. Das wäre ja, doch, man kann es tatsächlich nachkaufen. 1000 Liter. Aber was würde dem dann noch fehlen? Außerdem wäre das doch bescheuert, wenn ich da jetzt Hafer nachkaufe, bloß um den Auftrag zu erledigen. Da könnte ja noch richtig viel fehlen, weil 88% haben wir da schon. Wie Geld kriegen wir dafür ja gar nicht. Nö, das verwerfen wir wieder. Ups, die ersten Eier. Ja, moin. Ja, super. Tiere, Huhn. Oh, ja. 170 Eier haben wir schon. Das ist doch toll. Gut, okay. Das sieht schon mal richtig gut aus, finde ich. Maisernte war. Mais hat man. Hoffentlich ist das nicht verdorrt. Die habe ich jetzt doch glatt vergessen, liebe Leute. Ich habe meinen Mais vergessen. Wie konnte ich denn nur meinen Mais vergessen? Ich gehe schlafen und vergesse meinen Mais. Ja, das war's mit Mais, ne? So viel zum Thema Mais. Der hat sich jetzt auch erledigt. Jetzt wollen wir schon keine Gedanken mehr machen über den richtiges Schneidwerk. Und in welchen Drescher wir dann dran pappen? Das hat sich jetzt erledigt. Na dann halt nicht, ne? Dann können wir halt da leider jetzt nichts mehr runterholen. Eieiei. Ist mir das Mais hätte uns natürlich gut getan. Naja. Hätt's halt nicht geschlafen, Schwab. Schon mal was geschafft. Die Preise wollte ich noch schauen. Erdbeeren sind jetzt bei 500. Wir haben 111 und Tomatos 1001. Okay, also steigt tatsächlich. Scheint zu steigen. Hier. Schade, dass da nicht irgendwie eine Skala ist oder so eine Preisskala, dass man weiß, man das einschätzen muss. Ne? Das können ja Einserabstände sein, Zweier, Zehner, Hunderter, Tausender Abstände, keine Ahnung. Da fehlt irgendwie eine Angabe. Das kann ja alles sein. Ja. Auf alle Fälle steigt's. Das heißt, im Februar können wir das dann verkaufen. Okay, was stellen wir denn als nächstes an miteinander? Also Feld 46, den müssen wir uns auf alle Fälle gut schreiben. Das sind 5082. Ach, wir wollten ja noch das Stroh einsammeln. Ha! Wir hätten ja noch zum Stroh zum Einsammeln. Welchen Trecker nehmen wir denn da? Diesen hier, oder? Den haben wir, glaube ich, sogar noch unten rumstehen, oder? Richtig. Mensch, wir haben doch noch Stroh. Da holen wir uns da noch ein bisschen Geld rein. Licht brauchst du nicht mehr. Lass uns nochmal runterdüsen. Nur ein bisschen Stroh einsammeln. Ich hoffe, das liegt noch da. Dass das nicht aufgewelkt ist. Ja, die Mechaniken sind hier schon anders, weil man kann ja das verdorren. Sonst eigentlich ausschalten, aber ich glaube, hier bei Season geht es nicht zum Ausschalten. Ne? Man muss das schon drin lassen. Ist natürlich schon doof, ne, wenn man es vergisst. Ja, müssen
muss dran gewöhnen künftig, dass wir nicht einfach dann schlafen gehen und den Mais sich selber überlassen. Jetzt aber an den verwelkt oder irgendwas, ne? Ist einfach nur weg. Ja, wenigstens was. Aber das kann bestimmt auch zu irgendwas werden, was auch immer. Zu Kompost oder weiß der Teufel, was denn alles so einfällt hier. Ja, das haben wir noch. Wenigstens das. Ich hoffe, wir können das auch noch einsammeln. Jetzt haben wir den Auftrag. Das war der andere Auftrag, den haben wir ja noch offen. 100%. Doch, das war hier. Stroh ist immer noch. Selbe Stelle, gleiche Welle. Biomasse. Biomasse Heizkraftwerk. Wo bist du jetzt auch du? Jo, freilich. Und so mit dem Wandernick. Da ein Zug hin. Ja. Könnten es zu uns bringen und dann rüberschippern. Geht es? Müsste gehen, oder? Da müsste man nicht den ganzen Weg auf uns nehmen. Da packt man das hier erstmal rein und oben laden wir es dann aus und bringen es rüber. Ja, ist richtig. Gras verwelkt nicht, aber ja, das ist da schon gegangen. Ne? Das ist da. Stroh wird hier nicht angenommen. Mach keine Sache. Warum nicht? Ich will das da hoch verfracht. Der seid? Auch nicht. Kann ich Stroh nicht mit dem Zug verschicken? Kommt da jetzt ein Zug? Coin. Nee. Nix Stroh. Da müssen wir den Stroh selber da hochkutschieren. Also gut. Ja, dann lasst uns auf den Weg machen nach oben. Dann verkaufen wir, dann fahren wir halt mit dem Stroh da hoch. Da haben wir sonst nichts zu tun. Als auf den Schnee zu warten. Es regnet schon bald wieder. Ich wundere es aber schon, dass das an dem Feld nicht wenigstens dran stand, dass es wenigstens verwelkt ist oder so, ne? Jetzt müssen wir da meistens dann auch untergrubbern, aber da ist eigentlich gar nichts mehr. Unkraut ist drauf, das ist ja nett. Nee. Wir sind ja Affen. Da ist ja noch Mais drauf. Das ist auch immer noch erntereif. Ah, ja, ist ja gut da hinten. Ach, Mensch. Oh Gott. Ach, ist das peinlich. Man sollte dich aufnehmen. Ein Chaos-Spiel für mich. Jetzt haben wir natürlich einen Drescher abgegeben, das war natürlich auch ein Satz mit X. Wir sollten irgendwann gucken, dass wir hier einen günstigen Drescher mal bekommen. Für das brauchen wir aber noch Kohle.
gibt es immer was im Angebot. Ich glaube, neuer Tag gibt es neues Angebot. Ne? Ich glaube, das Gras, wenn das, das Stroh, das ist ein Weilchen gibt, dann können wir es vielleicht auch. Geht das auch bei Schnee? Wenn es dann schneit, dann können wir es ja dann immer noch holen, weil das würde ich dann, bevor es anfängt mit Regnen, halt schnell den Mais da noch runterholen. Ja, komm. Auf jetzt. Hurtig, hurtig. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Zug nimmt kein Stroh. Wir vergessen unser Mais, weil wir. Und die Einfahrt. Einmal drehen. Hier rein. Das ist da oben, ne? Das Heizkraftwerk. Kennt man das da ab? Da steht ja unser ganzer Mais noch. Mit Unkraut ist das voll. Das hätten wir noch mit Unkraut. Ach, sag mal, wann kam da das Unkraut drauf? Das kam ja auch kurz vorher. Na, supi. Ablade, Trigger. Ah, da. Da ist grün. Man muss das da auch abgeben. Und wir schauen uns mal um. Ja, wow. Sorry. Es gibt leider keinen günstigen Drescher, das wäre ja auch zu schade gewesen. Hier gibt es den Mod, den Dominator für 70,5. 7500. 10 PS. Preistechnisch, ich meine 70,5 ist natürlich, ne? Könnten wir uns sogar leisten. Dominator 108, gibt es für den auch ein Schneidewerk? Immer hinten, oder? Das hier. Für 8,5. Boah. Leck. Die teuer. Die sind ja teuer, aber ich glaube, das sind. Boah. Müssen wir uns leihen. Das ist ja brutal teuer. Was haben wir denn von Drescher? Das ist ein Topliner. 529,5. Deutz. Novacat. Mehr möchte ich jetzt nicht ausgeben. Oder den Klaas. Vielleicht macht es schon mal Sinn, einen hinzustellen, dass wir einen haben. Halb den Glas. Sollen wir den nehmen? Oder doch lieber den anderen, aber 70.000 ist halt auch ein Wort, ne? Das ist halt doch nicht so viel. Ja, ne? Das ist der günstigste, würde ich auch sagen. Den nehmen wir. So, und jetzt brauchen wir natürlich ein Schnibbelwerk. Ein Maispflücker. Das muss jetzt halt auch schnell gehen. Vier Meter für 19.000. Das könnten wir uns sogar noch leisten. Da könnten wir eins kaufen und bei uns hinstellen, aber überlegen, künftig, was wollen wir denn da ernten? Für die Tiere. Einen Mieten. Was kostest denn du Miete? Steht ja gar nicht.
Kannst du nur mieten, aber steht nicht dran, was der an Miete kostet. Das ist ja äußerst unpraktisch, dass das hier nicht steht. Das steht nicht. Ich nehme den Kleinen. Wir nehmen den Kleinen. Helfer macht das erstmal. Hauptsache, wir kriegen das jetzt runter, den Mais. Unser Geld hat nämlich noch gereicht. Ist noch nicht. Könnt ihr mal eure Lampen ein bisschen höher hängen? Sag mal. Macht doch nicht so kleine Lampen da. Kommen die Leute irgendwann mit LKWs an? So was. Nicht zu fassen. Eieiei. So langsam füllt sich hier unsere Halle. Können wir bald wieder anbauen. Ups. So. Dann lasst uns mal zu unserem neuen Stück gehen. Steht er, ne? Prachtkerl. Wind. Ah. Bis du wieder einmal den Motor gestartet haben, dann machen wir das doch. So, sehr schön. Einmal bildlich festgehalten, unsere Halbinsel im See. Danke dir für den Tipp. Mach ich. Das werde ich doch glatt mal machen. Ja, stimmt. Die Rätsel gibt es ja hier noch, da hast du recht. Gucke ich natürlich gleich nach dem Tipp. Komm, hau das Ding dran. Ich werde jetzt auch schon mal den ansetzen, dass der oben loslegen kann. Ich weiß, ich könnte ihn mit einem Helfer hochfahren lassen. Ich traue mir mal von der Breite. Ja, nicht Reh, nicht da reinlaufen. Wir wollen jetzt kein Rehbraten. Jetzt haben wir keine Zeit für Rehbraten. Auch die Zeit einmal, ja, mal gucken. Ich würde jetzt mal ganz kurz was machen, und zwar würde ich die Zeit mal kurz auf 1 stellen, damit die nicht so schnell runterläuft, damit wir das ordentlich noch hinkriegen. Und das können wir dann nachher dann wieder höher setzen. Machen wir halt nur zweifach, nicht fünffach, nicht, dass es dann irgendwann mit Regnen anfängt. Das wäre dann äußerst unpraktisch. Ja, ich meine, mit dem kleinen Schneidwerk passt er wenigstens so durch die Straßen. Ich denke, wenn er alleine fährt, wird er trotzdem noch hängen bleiben. Aber das müssen wir schon keinen Wagen oder sowas her tun. Das mag ich nämlich nicht wirklich. Ach ja, das ist schon ein Glas. Glas mögen wir ja. Das gefällt Glas, deswegen haben wir ihn ja auch mit draufgenommen, den Mod. Ja, da darf es ruhig noch mehr schöne Fahrzeuge von Glas irgendwann geben. Richtig. Class DLC wäre echt eine feine Sache, ja. So wie es im 19er das gab. Mit schöne größere Drescher und so. Die Fahrzeuge. Ah, ich glaube, da kommt mit Sicherheit was. Die haben ja jetzt schon ein paar mehr Class-Sachen drin. Könnte mir vorstellen, dass sie das schon irgendwann auch wieder nachziehen werden. Ich muss ehrlich sein, im LS19 war das mein einzigstes DLC, das ich eigentlich gekauft habe. Das Glas-DLC. Die anderen habe ich mir alle gar nicht besorgt. Weil die Modder einem ja eigentlich das weitestgehend eh alles bieten.
Ups. Kommen wir da durch? Ja. Das kriegen wir hin. Keine Bäume weit und breit, das ist doch gut. Nom nom nom. Müssen wir auch aufklappen, dann machen wir das. Moment. Das muss man richtig ansetzen. Und jeden Maishalm nehmen wir hier mit. Wir lassen ja nichts stehen. Liebes Spiel. Und ab geht's. Viel Spaß. Du sagtest. Nehmen wir kurz. See. Halbinsel am See. Meinst du den hier, ne? Da, wo ich immer Wasser holen gehe. Lasst uns doch mal eine Runde schwimmen gehen. Wir werden auch gleich sauber. Nach getaner Arbeit muss mir auch mal wieder sauber werden zwischen. Dann vertreiben wir ein paar Krähen. Ja, ich habe es ab und zu mal genutzt. Ja, war okay. Aber ich glaube, da war ich dann schon nicht mehr ganz so begeistert, was das... Ach, da, ich weiß, was du meinst. Landwirtschaft und so. Da war ich dann schon wieder ein bisschen mehr Richtung... Oh, hier, ne? Durchgang kenne ich noch. Nee, da ist aber nichts. Da ist nichts. Ich bin auch nicht auf der Halbinsel, ne? Du sagtest der Halbinsel. Lass uns mal rüberschwimmen. So. Da liegt irgendwas rum. Da ist es. Ja, herzlichen Dank, ne? Das ist schon ein schönes Bildchen, oder? Nehmen wir, der blöde Strich da hinten geht mal auf den Keks. So, das nehmen wir uns. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für diesen Tipp. Sehr schön. Ja. Ja, bei Season. Season hat es halt in sich. Das darf man immer nie vergessen. Die ersten Monate halt nicht niemals genug Geld einnimmst, um richtig klar zu kommen beim Season. Deswegen hatte ich auch im 19er selten eigentlich mit Season gespielt. Im Singleplayer auch nicht. Das war schon extrem schwierig, halt zur Rande zu kommen, ne? Ja, ich werde wieder selber suchen. Danke dir. Mach ich. Habe ich ja schon wieder ein bisschen was auf der Seite. Mir fehlt auch immer die Anzeige noch, weil ein Drescher voll ist. Aber ich glaube, das wird auch bald kommen. Das ist schon eins von den leichteren Funktionen, denke ich mal, dass man hier einbinden kann. Dass man hier sieht, wann der Drescher voll ist. Ich sehe schon. Lässt mich hier ein bisschen darben. Aber ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung. Machst du schon richtig. Musst es auch mal selber suchen. Macht dir dann auch ein bisschen mehr Spaß, ne? Weißt du was? Wenn wir eh schon dabei sind. Moment, ich könnte da mal schön hochdüsen. Hast du denn eigentlich alle? Ne, du hast doch nicht alle, ne? Hast gesagt.
nochmal fragen, ob du schon alle hast. Hast du auch nicht, aber ich denke, du hast noch ein paar Verstecke, die du noch kennst. Ich schaue jetzt mal hier nach. Ich glaube, das wäre zu einfach, oder? Bei den Abkippstellen. Gerne immer irgendwo oben. Was sind wir denn hier? Na gut, im Wald könnte natürlich auch was sein, ne? Der Wald ist ja prädestiniert eigentlich für sowas. Guck mal ein bisschen in den Wald rein. Der trischt ja noch da hinten, ne? Jawohl. Da wollen wir den eh noch nicht abtanken. Oh, da ruckelt es aber hier im Wald. Da hat er ein bisschen, verirre ich mich hier noch, oder? Da hinten ist irgendwie so eine so Häusle. Ein Häuselchen. Oh, und da ist ein Brunnen. Oder reinhüpfe? Nee, vielleicht auch nicht gesund, oder? Einen Froschkönig suchen. Weil die Baguettes, das ist ja auch süß. Überall findet man die Baguettes. Die Bank zum Ausruhen. Ah, da kannst du die Tiere beobachten. Ist auch nicht schlecht. Hat auch was. Aber nicht das, was ich gesucht habe dabei, ne? Muss man nochmal in diese Richtung hüpfen. Was? Da drüben? Gerade so die freien Flächen an. Boings. So. Ne. Da ist jetzt so nichts mehr. Wir gehen nochmal in diese Richtung. Da ist nochmal so ein Punkt. Da gehen wir es nochmal hinter miteinander. Gucken wir uns das nochmal an. Da ist wieder das Häusel. Ups. So. Einmal darüber. Lasst uns noch mal hier gucken, ob wir hier noch mal was finden. Also die Boxen habe ich jetzt schon einige gefunden. Nee. Ja, definitiv sehen die echt gut aus, die Baguettes. Gibt einem richtig, also hat man gleich mal Appetit danach, ne? Eisdinger sehen wir auch immer wieder. Das ist aber eine Tanke, ne? Da habe ich jetzt so nichts entdeckt. Und irgendwie hoch. Ne, da ist jetzt nichts. Habe ich nichts gesehen. Nichts entdeckt. Oder nicht? Ausdauernd genug gesucht, vermutlich. Hier schönes. Ein Bänkle. Ja, da geht's hoch. Hoch ist immer gut. Hoch ist immer gut, aber es geht nicht hoch genug. Da geht's eini, aber nicht weini. Ups. Ne. Auch nix. Was ist denn das da vorne? Das gelbe Teil da? Das ist ein Baum. Das hat ausgesehen wie so eine Sehenswürdigkeit. Das ist ein gelber Baum. Okay. Von weitem hat es ein bisschen ausgesehen wie so ein großes Baguette oder so, das in die Luft steht. So das Mutter aller Baguettes. Das ist natürlich ein riesen Humbug. Ich dachte vielleicht. Ach. Ne, von der Seite rein. Da kann man übers Mauerle hüpfen. Ups. Da wäre Tasch. Von einer Seite Tasch vergessen. Leiter. Leitern ist ja immer gut, oder? Kann ich da nicht hoch?
Kommt man nicht hoch, hm? Schade eigentlich. Ups. Upsala. Na, geht doch. Hopp. So, oben sind wir. Aussicht ist gut. Schöne Rundumsicht hat man. Aber leider nicht das, was wir da erhofft haben zu finden, ne? Da reinhüpfen. Da hat es ein paar schöne Stühle. Ah, da ist auch nett. Aber irgendwie alles so leer gefegt. Irgendwie fehlen hier die Personen, ne? Nee, da scheint es nichts mehr zu geben. Ich glaube, hier waren wir schon, ne? Da waren wir schon. Da ist wieder so ein Kompressor. Da ist auch nichts. So. Aber ich denke mal, jetzt gehen wir noch hier oben. Das Häusle gucken wir uns nochmal an. Und dann gucken wir, dass wir den ersten Mais abgeladen bekommen. Lass uns nochmal hier hochlaufen. Vielleicht haben wir da noch Glück zum Abschluss. Na. Irgendwie hakt es hier gerade. Jetzt sind wir durchgekommen. Ne. Da sieht es auch nicht danach aus. Na gut. Dann halt nicht. Erstmal, ne? Schön. Der ist noch kräftig an der Maisernte. Ja, ich sehe schon hier. Muss man sich überlegen. Hier ist ja unser Feld. Machen wir hier die Weintrauben? Und drüben die Oliven. Müssen wir uns auch noch überlegen. Schönen Platz. Und drüben die Oliven oder wie machen wir das? Wie wollen wir das machen? Das linke Feld ist auch hübsch. Das gefällt mir auch gut. Das 12er, das kleine 12er, das linke da. Ja, das ist wirklich arg klein. Das ist ja schon arg klein. Da müsste man das Feld hier fast noch mit dazu nehmen, das 11er irgendwann. Goldsuche, ich kann es nicht lassen. Wir gucken hier auch noch mal. Wahrscheinlich ist schon nichts drin. Wäre zu offensichtlich, wenn hier was drin wäre. Wir gucken trotzdem. Wir schauen trotzdem mal. Ach, da waren wir ja schon. Da waren wir ja schon. Da findet man nicht noch mal was. Da gibt es immer nur eins, nicht zwei, drei, sechs. Gut, okay, dann fahren wir wieder zurück. Und ja, liebe YouTube-Freunde, von euch möchte ich mich für heute verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen, was wir hier getrieben haben. Und ja, schaut doch gerne in der nächsten Folge wieder rein. Lasst doch gerne mal ein Däumchen da, ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Würde mich riesig freuen drüber. Und ja, wenn ihr wollt, nächste Woche Montag, 20.45 Uhr, sind wir hier wieder im Livestream unterwegs. Wenn ihr mit reingucken wollt, würde ich mich natürlich freuen. Da können wir uns ein bisschen unterhalten, können wir ein bisschen batschen. Ihr könnt mir Tipps geben oder auch nicht. Oder zugucken, was ich hier für einen Käse fabriziere. Ja, ich freue mich jedenfalls wieder auf nächste Woche Montag. In alter Frische sind wir hier wieder in Frankreich unterwegs und schauen, was wir dann anstellen können. Ich denke mal, wir werden jetzt dann im Dezember und bald dann auch im Januar gehen. Vielleicht müssen wir ein bisschen Schnee schippen dann demnächst. Ist ja vielleicht auch mal was. Ja, wir gehen ein bisschen auf die Suche, dann auch ein bisschen Geld. So nach und nach wird man vielleicht noch das ein oder andere Versteckle finden. Ja, ansonsten nochmal vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.